Ja, und dann willkommen zum dritten Vortrag dieses Tracks, wo wir etwas über QCAN erfahren. Ein QGIS-basiertes System aus Plugins, womit wir dann noch ein bisschen tiefer einsteigen in diese Daten. Und Jörg Höttges wird uns das vortragen, bitte. Vielen Dank. Ja, erstmal schönen guten Morgen. Freut mich, dass so viele interessierte Zuhörer gekommen sind. Ich bin an der FH Aachen tätig, bin dort Professor für Wasserwirtschaft und Bauinformatik. An diesem Doppeltitel sieht man, dass ich zwei Standbeine habe und ich lebe die auch tatsächlich. Ich habe 11 Jahre in einem Ingenieurbüro gearbeitet und habe dort festgestellt, dass der Bedarf für so eine Software eigentlich schon immer bestand. Und war dann allerdings ziemlich überrascht, als ich nochmal intensiver nachgedacht habe vor ein paar Jahren und festgestellt habe, dass der Bedarf für die Software, die wir damals im Büro, ich sage bewusst wir, weil ich das mit einem Kollegen zusammen gemacht habe, die wir damals mehr oder weniger von Hand gestrickt haben, dass der Bedarf heute immer noch da ist. Und das war der Ausgangspunkt für dieses Projekt QCAN. Und ich möchte erst noch erwähnen, der richtige Start dieses Projektes ist kofinanziert worden von zwei Ingenieurbüros, die ich hier aufgeführt habe, Ingenieurbüro Beck aus Wuppertal und ein Büro Blue Inch in Düsseldorf, ein kleines Ingenieurbüro. Und die Hauptlast der Finanzierung hat das Land Nordrhein-Westfalen getragen, denn die haben 80% dazu gegeben. Deshalb haben die beiden Büros, glaube ich, auch ganz gerne zugesagt, weil die gesagt haben, jo, für 20% kriegen wir 100% Leistung. Und eigentlich war noch ein drittes Büro dabei, die haben aber leider zugemacht. Sonst wären das sogar drei Partner. Ich möchte eigentlich zwei Aspekte erläutern, habe das aber dann in der Gliederung hier so aufgeteilt. Ich will erstmal kurz noch was dazu sagen, wie bin ich drauf gekommen. Dann, welche Ziele hat diese Software bzw. dieses Projekt? Was sind da für Funktionalitäten drin? Das beantwortet vor allem dann auch Fragen für die Praktiker. Also das heißt, diejenigen, die im Bereich Kanalnetzplanung, Kanalnetzberechnung tätig sind, denn das ist der Bereich, in dem diese Software arbeiten soll. Und dann gehe ich ein auf das Thema Grundstruktur und dann geht es in die Tiefen. Nicht ganz so tief wie jetzt eben in dem Vortrag von dir, aber ich zeige auch SQL-Statements und gehe da auf zwei, drei Erfahrungen ein, die ich bei der Entwicklung dieser Software gemacht habe, die, glaube ich, dann auch für andere Projekte in auch anderen Fachbereichen dann durchaus interessant sein können. Und zum Schluss ein kleiner Ausblick. Ja, wie gesagt, vor 20 Jahren im Ingenieurbüro haben wir viel mit der hydraulischen Berechnung von städtischen Entwässerungssystemen gearbeitet, Kanalnetzberechnung, und haben damals ein GIS eingesetzt, noch nicht QGIS, das war noch nicht so weit zu der Zeit. Und im Prinzip galt die Liste, die ich hier aufgeführt habe, nämlich was bringt ein GIS wie QGIS dem planenden Ingenieur? Der planende Ingenieur ist nur mäßig EDV erfahren, ne? Der kann mit Excel umgehen, der kann manchmal auch programmieren, aber so richtig SQL-Statements, glaube ich, sind nicht was für den in Anführungsstrichen Normalingenieur. Ein QGIS bietet für diesen Ingenieur Datenbankfunktionalität auch in einfacher Form, ne? Sichtbare Tabellen und so weiter. Formulare ist zum Dateneingeben sehr wichtig. Wenn er das beherrscht, Programmierung mit Python, dann reichhaltige Funktionalität für Geoobjekte, ne, also um alles Mögliche da zu bearbeiten. Was ganz, ganz wichtig ist, der letzte Punkt, Erstellung von druckfertigen Plänen. Das bedeutet nicht nur bunte Pläne, sondern was für den Ingenieur immer super wichtig ist, ist dieses Schriftfeld da unten. Das muss funktionieren und das muss einfach sein. Das geht zum Glück durch Import über Inkscape. Wenn man einmal weiß, wie es geht, ist das eine Sache von 2 Minuten. Und das sind dann erst die Pläne, die man brauchen kann. Das ist alles mit QGIS möglich und sehr gut möglich. Was bietet QCAN dem Ingenieur, dem Planenden? An den denke ich halt immer noch, obwohl ich jetzt eben mehr in der Forschung tätig bin. QCAN ergänzt das, was der Ingenieur braucht, zwischen der kommerziellen Software, also das heißt in Simulationsprogrammen, und dem, was der Ingenieur in der Praxis bekommt an Daten. Sage ich dann gleich noch ein bisschen. QCAN bietet als Projekt ein Datenmodell, braucht man bei einer Software immer.
Wichtig ist, da gehe ich heute nicht so ausführlich darauf ein, dass diese Datenstruktur offen ist. Ich habe mich also mit Fremd- und Primärschlüsseln zurückgehalten. Vorbereitete Formulare, fertige natürlich, damit der Ingenieur mit den Daten direkt gerne arbeitet und nicht nur in Tabellen arbeiten muss. Daten im und Export, sage ich gleich noch was zu. Plugins zur Verarbeitung von befestigten und unbefestigten Flächen, da gehe ich gleich auch noch drauf ein, das war nämlich ein schwieriges Thema. Plugins zur Analyse und Auswertung, Erstellung von druckfertigen Plänen, hatte ich eben schon erwähnt, da bietet Qcon eben dann noch zusätzlichen Service. So ist ungefähr der Arbeitsalltag eines Ingenieurs. Ich bekomme Kanaldaten von irgendeiner Kommune, aber eben nicht nur einmal, sondern im Jahr zwei, dreimal über viele Jahre von verschiedensten Kunden. Ja, und die Daten sehen immer unterschiedlich aus. EasyBau ist ein Traum, der aber oft dann doch nicht gelebt wird, beziehungsweise manchmal macht es auch Sinn, sich Daten aus anderen Gründen, aus direkten Quellen zu holen. Das bedeutet, in einem Ingenieurbüro ist der Bedarf nach einem standardisierten Workflow sehr hoch. Das heißt, eine Struktur, mit der man im Ingenieurbüro arbeitet, mit der man verschiedene Daten in eine Straße bekommt, ne, eine Art Produktionsstraße, dann mit einheitlichen Mitteln im Ingenieurbüro arbeitet, danach dann die Ergebnisse analysiert mit im Büro standardisierten Werkzeugen und etablierten Werkzeugen und dann auch Dokumentation macht und so weiter. Ja, und diese Schnittstelle, die ist wichtig. In den Ingenieurbüros ist es ja oft so, dass man nicht nur mit einer Software arbeiten muss, sondern mit mehreren Simulationsprogrammen. Und dann hat man eben mit sehr unterschiedlichen Datenaustauschformaten zu tun. Ich habe mal deshalb hier die Liste der in Deutschland, zumindest aus meiner Sicht, gebräuchlichen Softwareprodukten aufgeführt, 4 Stück. Das fünfte, ja, das gibt es hier auch und ich kenne auch Leute, die damit arbeiten, aber ich glaube, die sind ziemlich dünn gesät, ne? Swim aus den USA, das ja teilweise die Basis der anderen hier aufgeführten Programme mehr oder weniger darstellt. Ja. Das hatte ich jetzt gerade schon erwähnt. Der planende Ingenieur braucht neben einem Workflow auch eine einheitliche Datenstruktur. Ich sagte eben schon, dass das sehr stark so standardisiert ist, dass es auch einfach zugänglich ist. So, woraus besteht Qcon? Das möchte ich auch noch kurz erwähnen. Aus den verschiedenen Werkzeugen ist, glaube ich, nicht viel Neues dabei. QGIS natürlich, Datenbanken, Spatialite, wobei ich ganz klar sagen muss, die Erfahrungen mit Spatialite für dieses Projekt waren hervorragend. Die Geofunktionalität perfekt, sauber, ne, die hat also keinerlei Schwierigkeiten, auch mit diesen klassischen Problemen. Ingenieure wissen das, wenn man Flächen erzeugt, dann bekommt man immer diese tollen Flächen, die dann auf einmal irgendwo eine ganz schmale Nadel haben. Die früheren Programme, auch das Programm, mit dem wir damals gearbeitet haben im Ingenieurbüro, die haben damit schon mal Schwierigkeiten und das klappt in SQLite perfekt. Da gibt es also keinerlei Abstürze, wie das bei manchen kommerziellen Produkten durchaus der Fall ist und war und ich glaube auch immer noch ist. PostGIS ist geplant, ist auch konkret vorgesehen, halte ich auch nicht für so einen großen Schritt. Ja, Programmierwerkzeug Python und die Formularbearbeitung Qt, das ist also Standard. So. Ich bringe jetzt ein paar praktische Beispiele. Was muss so eine Software wie Qcon aus Sicht des Ingenieurs können? Daten im und exportieren, da bin ich im Moment bei. Man sieht hier auch, dass Datenimport eben nicht nur reines Einladen von Daten ist, sondern eben auch schick gestalten. Ne? So eine Software bringt es nur dann, wenn das, was man da importiert, dann auch gleich schick aussieht, in Anführungsstrichen. Zur Datenvisualisierung, zum Bearbeiten, zum Nutzen und auch zum Editieren braucht man Formulare, die werden von dem Import dann gleich mitgeliefert, natürlich angepasst auf die Datenstruktur, das braucht man immer, eine einheitliche Datenstruktur. Es werden mitgeliefert in den Projektdateien thematische Karten, reichhaltige, wo ich im Moment noch ein bisschen schwächel ist, man muss Projektdateien auch managen können, also einfach mal eben austauschen. Das heißt Vorlagen auf ein Projekt anpassen, also anbinden und so weiter. Das geht aber von der Programmierung her recht gut. Ich bin einfach nur noch nicht an dem Arbeitsschritt dran, der kommt dann demnächst. Ja, Ergebnisauswertung, Ergebnisdarstellung
ist eben einmal die Analyse selber, wobei die Auswertung von irgendwelchen Berechnungsergebnissen jetzt nicht wirklich eine Kunst ist. Da ist schon fast wichtiger, das dann auch vernünftig grafisch darzustellen in thematischen Karten. Das bietet QCAN fertig, aber ich würde sagen, als Ingenieur ist es teilweise dann auch sehr angenehm, dass ich natürlich in dem Moment, wo ich mit QGIS arbeite, dann einfach alles von Hand modifizieren kann. Ne, wenn mir diese Farbe LiDAR da unten nicht gefällt, dann mache ich irgendeine andere. Wenn ich da statt Kreisen Sterne haben will, dann klicke ich mal eben in die thematische Karte und so weiter. Das ist das, was der Ingenieur braucht. Ein offenes Werkzeug, in dem man sehr viel modifizieren kann, aber trotzdem schon viel fertig geliefert bekommt. Hier noch eine Funktionalität Ergebnisüberprüfung. Das bieten die Simulationsprogramme meistens selber schon. Ich habe außerdem hier, das war eine Bachelorarbeit von einem mathematisch-technischen Softwareentwickler, hier ein Tool schreiben lassen, das Ganglinien und Längsschnitte erzeugt, direkt basierend auf den Ergebnisdateien aus einem Simulationsprogramm. Ja, und jetzt gehe ich auf ein Thema etwas spezieller ein, an dem dann mein Projekt auch für 2 Monate gestockt hat. Ich habe zum Glück in Form der beiden Ingenieurbüros, die mich dann beauftragt haben, auch gleichzeitig Tester. Und ich glaube, das war schon fair, dass die nur 20% bezahlen mussten, zumindest bei dem einen von den beiden Partnern, denn die Telefonleitung zwischen uns ist zeitweise dann ziemlich heiß gelaufen, denn dieses Thema Flächenverarbeitung, das ist für die Planung in der Wasserwirtschaft bzw. der Stadtentwässerung, also Kanalnetzberechnung auf Deutsch, ein wirklich heißes Thema, denn man kriegt ja heute viel bessere Daten, was dann aber gleichzeitig bedeutet, man muss mit viel größeren Datenmengen erstens umgehen und zweitens ist die Bearbeitung auch viel aufwendiger. Ein klassischer Arbeitsschritt ist heute, wenn man befestigte Flächen, das sind also hier Häuschen, Häuser, Straßen, private Flächen, ne, und zwar private Verkehrsflächen und dann noch private andere befestigte Flächen, Terrassen und so weiter, inzwischen als Geodaten leicht bekommt, auch in vernünftiger Qualität, vernünftigen Anführungsstrichen, dann bedeutet das auf der anderen Seite, dass man viel mehr Aufwand hat, diese Daten dann auch zu bilanzieren. Die müssen in der praktischen Bearbeitung den Kanälen zugeordnet werden, denn das Wasser fließt ja über diese Fließweglänge hier dem Kanal zu und der planende Ingenieur braucht zum einen diese Anknüpfung, dafür gibt es eine tolle SQL-Abfrage, das ist dann so ein Apparat, der das vollautomatisch macht. Der braucht allerdings seine Zeit in SQLite. Ich glaube, in PostGIS wäre der erheblich schneller. Aber dann will der Ingenieur das nachbearbeiten. Und an der Stelle wurde es dann schwierig. Weil, wenn ein Ingenieur Hand anlegt, und der macht das dann meistens nicht selber, sondern der Kollege hat das natürlich durch studentische Hilfskräfte machen lassen. Und die sind dann noch nicht so ganz sensibilisiert auf die Probleme, und machen dann auch schon mal Fehler, falsche Zuordnung, dann waren auf einmal da doppelte Pfeile drin, also eine Fläche war zweimal drin, das ist dann schlecht, dann wird die nämlich doppelt berechnet, dann haben wir zu viel Wasser drin, ja, und andere Probleme auch noch. Und dann gab es auch noch Schwierigkeiten, ich hatte einen Sonderfall nicht berücksichtigt, der dann noch auftreten kann, dann hat er auf einmal in dem Automatismus eine Verknüpfung mehrmals angelegt und so weiter und so weiter. Wie gesagt, an dem Thema habe ich dann ungefähr 2 Monate gearbeitet, also immer wieder nachgehakt, denn es tritt noch ein zusätzliches Problem auf. Wenn man zuerst diese Anknüpfung der Flächen an die Kanäle erstellt hat, automatisiert, die dann nachbearbeitet hat und dann, und das ist ja der eigentliche Schritt, der für den Ingenieur wichtig ist, diese aufbereiteten Daten dann in das Simulationsprogramm exportiert, um dann die hydraulische Berechnung zu machen, dann müssen ja diese Flächen auch wirklich bilanziert und zugeordnet werden. Und da ist das Problem, wenn man das mit einer GIS-Funktion macht, die räumlich arbeitet, ist ja eigentlich klasse mit Spatial SQL, dass ich da einfach alle Gebäude, alle Flächen über die entsprechende Verknüpfung der Haltung, also dem Kanal, zuordnen kann, ne, und das dann in den Export halt einfach mit integrieren. Nur dann dauert ein Export eines normalen Kanalnetzprogramms eine Dreiviertelstunde. Und das ist schlecht. Der Kollege war da relativ schmerzfrei. Ich glaube, der hat eine andere Software, wo das immer eine Dreiviertelstunde dauert. Das hat mich dann aber nicht gejuckt. Ich habe gesagt, nee, das ist mir erheblich zu lang. Es muss schneller gehen. Und da war dann das Problem, wie kriegt man das schneller hin? Fazit war, dieses Daten zusammenstellen und exportieren mit einer Geo-SQL-Abfrage geht nicht, weil es einfach zu lange dauert. Ist ja klar, die räumliche Zuordnung ist halt einfach eine Analyse, die zu lange dauert. Gut, in PostGIS ginge das schneller. Aber ich habe dann gesagt, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Naja, und die übliche Technik, die man in solchen Fällen verwendet, ist Caching.
diesem Fall, also das heißt Zwischenspeichern der Zuordnung, in diesem Fall Caching in der Form, dass die Zuordnung von Flächen zu den Kanälen in Form dieser Tabelle, die nämlich diese Verbindungspfeile darstellt, dann über Indizes natürlich in der Tabelle auch einfach abgelegt wird. Denn wenn Indizes da sind, dann ist die SQL-Abfrage, die die Daten zusammenstellt, ganz schnell. Der Export dauert jetzt 1,5 Minuten. In der Praxis ist es ja immer so, dass der Chef im Ingenieurbüro glaubt, eine Simulation muss nur einmal gestartet werden, ne? Knopfdruck, rechnen, fertig. Der Praktiker weiß, dass man an diese 1, 2 Nullen dranhängen muss. So, und wenn man jedes Mal 3 Viertelstunde warten muss, geht das nicht. 1,5 Minuten war in Ordnung. Ich mache nochmal darauf aufmerksam mit Spatialite. Das fand ich nämlich klasse. Ich war schwer beeindruckt, dass Spatialite dann da doch so schnell ist und dass der Wechsel auf PostGIS bzw. das Erweitern auf PostGIS noch nicht ganz so dringend ist in der Projektarbeit. Ja, dieses Cachen, wie gesagt, das hat nochmal Aufwand gemacht in der Programmierung, funktioniert aber inzwischen. Und das ist also auch so, dass der Kollege da, glaube ich, auch jetzt inzwischen ziemlich begeistert ist. Denn wenn der Workflow so ist, dass ich also Daten verändere, wieder exportiere und nur 1,5 Minuten warten muss, bis das fertig ist und bis ich dann die nächste Berechnung starten kann, und die Berechnungen dauern in der Regel dann doch ein paar Stunden, na, dann ist das also auf jeden Fall von der Zeit dann nur noch ein ganz kleiner Schritt. So, das war das Problem. Performance schlecht. Das ist übrigens die SQL-Abfrage oder eine von den SQL-Abfragen, die ich dafür verwendet habe. Man sieht, die ist nicht so ganz einfach und arbeitet mit Unterabfragen. Da drin kommen eben auch Geofunktionen vor und dann auch so Besonderheiten. Ganz in der letzten Zeile ist zum Beispiel mit dieser Where-Bedingung sichergestellt, dass Verknüpfungen, die schon da sind, nicht nochmal angelegt werden. Das waren alles so Punkte, die ich ergänzt habe auf Anregen des Kollegen. Ja, wie gesagt, Lösung des Problems war Cache. Und dann war die Performance auch so, dass man damit zufrieden sein konnte. Ein weiterer Aspekt, den ich hier hervorheben möchte, und da gehe ich jetzt etwas tiefer in die Programmierung rein. Irgendwann ist mir klar geworden, dass der Programmierstil, den ich da in der Software verfolge, in etwa so aussieht. Ich habe Python drumherum und die eigentliche Arbeit, die wird von den Spatial SQL-Anweisungen gemacht. Das heißt, im Prinzip sieht das so aus. Python organisiert, Dateneingabe, Datenausgabe, aber die eigentliche Arbeit sind alles SQL-Statements. Das hat sich als hocheffizient herausgestellt. Ich war auch während meiner Arbeit schwer beeindruckt, dass mich die Spatial SQL-Anweisungen nie im Stich gelassen haben. Es gibt eine Anweisung, wo ich mit in die SQL-Abfrage ein wie heißt denn jetzt das SQL-Statements? Repair, glaube ich. Repair oder sowas Ähnliches mit einbauen musste, weil also wenn aus praktisch verfügbaren Datenquellen Flächendaten rüberkommen, dann sind die nie sauber. Ne, man hat immer 5-10% Flächen, die doppelte Stützstellen haben, die Achten drin haben und so weiter. Und da sind die SQL-Abfragen manchmal ein bisschen empfindlich, wenn man dann aber einfach noch als Unterfunktion mit einbaut, dass die halt repariert werden, ist das ein Klacks. Und absolut verlässlich. Da habe ich sehr schwer beeindruckt und das hat also hervorragend funktioniert. Das gleiche Bild nochmal, ne, mit dem Bauern und dem Ackergaul, der die Arbeit macht. So sieht der Quellcode aus. Das heißt also, ich habe hier den Quellcode, der das Management macht. Ne, hier der Bauer, der es organisiert und zuguckt im Grunde. Und das ist das Arbeitspferd. In dem Editor, mit dem ich arbeite, ist das so nett, dass die SQL-Statements immer schön in Rot sichtbar sind. Und die 2 Monate habe ich fast nur an diesen Anweisungen gearbeitet. Also im Grunde, ne, dieses Paket, wo die SQL-Statements sozusagen eingebettet sind, das war mein Arbeitsbereich, da habe ich Kräfte dran gearbeitet und den Rest, da musste ich nur ganz selten dran. Das ist wie so eine Art Workflow-Manager in hart geschrieben. Ja, was kommt als nächstes? Das Projekt ist also, ja, Prozentzahl kann ich nicht sagen, ich habe Spaß an dem Projekt und will das gerne noch weiter treiben. Und die Anbindung an die 5 Simulationsprogramme, mit 3 bin ich schon sicher, dass es funktioniert. 1 habe ich mal ganz zu Anfang gemacht, händisch, das hat funktioniert, ist aber noch nicht als Plugin verfügbar. Hystem Extran läuft schon.
Und Canal++ bzw. Dyna ist im Moment dran. Das muss ich also eben machen für den zweiten Auftraggeber. Ja, und dann kommt als nächstes das Thema Datenaustausch. Und da schwanke ich noch ein bisschen. Wahrscheinlich werde ich beides machen. Den generischen XML-Austausch, ne, wo ich mich also explizit auf den Vortrag vom Thomas beziehe. Denn das hat den Vorteil, dass eben das gesamte Management des XML dann fertig erledigt wird, inklusive der Zuverlässigkeit. Hat aber den Nachteil, dass die Daten, die man dann importiert hat, eben nochmal über Views wieder umgewandelt werden müssen in die Datenstruktur von Kukan. Wobei ich das jetzt nicht wirklich als Nachteil bezeichnen will, ne, sondern das ist eigentlich ein Schritt, der dann eben ergänzt werden muss, um eben dann diese Daten da zu integrieren. Ich habe außerdem schon ein Plugin ja, in Arbeit, das XML dann auch direkt importiert. Das geht ja dann auch in Python recht gut mit der entsprechenden Bibliothek. Und ich bin schon drüber, ne? Oh, ich habe die Uhr hier falsch gelesen, sorry. Ja, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich habe hier noch die entsprechenden Links hingepackt, nämlich die zu der GitHub-Seite des Projektes. Dort ist ein Verweis auf die zweite Seite, das ist die Seite, meine Seite auf der FH. Außerdem habe ich schon ein paar Anleitungsvideos auf YouTube und da braucht man nur das Stichwort Kukan einzufügen. Vielen Dank. Danke. Ja, vielen Dank, Jörg Höttges. Gibt es Fragen aus dem Plenum? Anregungen? Moin, mir ist aufgefallen, also ich bin jetzt kein Kanalbauexperte, von daher mag ich das falsch interpretiert haben, aber diese schwarzen Linien, die die Flächen mit dem Kanal verbunden haben, da hatte ich gedacht, sowas könnte man vielleicht, wenn man es halt nicht immer als Geometrie braucht, sondern nur als Information, welche Fläche wo reinleitet, auch über Geometriegeneratoren zum Beispiel in QGIS 3 visualisieren. Ich hatte ein ähnliches Projekt gehabt, wo es um Urnenlagen rund um Bäume ging. Und da musste man dann auch zeigen, diese Urne gehört zu dem Baum irgendwie und das erschien mir irgendwie vielleicht einfach so als Anregung für Version 2 oder so, wenn das nur zur Darstellung dient und keine wirklich wichtigen Informationen transportiert, wäre das vielleicht eine Anregung einfach. Ja, vielen Dank, es ist genau umgekehrt. Der Arbeitsablauf für die Ingenieure, wie gesagt, da werden eben viel dann die Hiwis eingesetzt, ist eben der, dass nachdem die Verbindungen automatisiert erstellt worden sind, die intensiv von Hand nachbearbeitet werden. Na, denn die räumliche Nähe ist nicht immer das richtige Kriterium einer Zuordnung, wenn ein Grundstück in einer anderen Richtung orientiert ist, nicht zuletzt zum Beispiel, wenn das Geländegefälle in einer anderen Richtung geht, dann muss halt eine Verknüpfung dann anders bearbeitet werden. Na, und das ging am einfachsten zu organisieren, indem man da eben eine eigene Relation draus gemacht hat. Das war der Grund. Ich habe das mit dem Kollegen tatsächlich auch diskutiert. Die wesentlichen Vorgaben, wie das funktioniert, sind tatsächlich von dem Kollegen gekommen. Und ich habe das dann eben in der Weise versucht, dann effizient umzusetzen. Weitere Fragen oder sind Sie alle begeistert? Werden sich das heute Nachmittag noch von GitHub runterladen, installieren, ausprobieren? Ja, man braucht doch Daten dafür, ne? Ja, bei den Simulationsprogrammen gibt es ja immer Demo-Daten zum Glück. Ja gut, dann danke ich für diesen Vortrag. Ja, vielen Dank auch. Und Ihnen wünsche ich dann gleich anregende Gespräche in der Kaffeepause, bevor es dann kurz nach 11 weitergeht mit weiteren Vorträgen. Danke.